Hallo und herzlich willkommen zur 39. Vorlesung in der Vorlesungsreihe zur Biodiversität. Ja, wir sind jetzt bei Teil 2 der Schmalbeutelratten angelangt, innerhalb unserer opossumartigen und allgemeinen Beuteltiere und darunter ein bisschen tiefer die Beutelratten. Und die ersten drei Arten der Gattung hatten wir uns schon angeschaut und haben noch vier vor uns und ja, die knüpfen wir uns jetzt einfach mal vor. Wir fangen an mit der Emilia-Schmalbeutelratte, Crassilinanus emiliae. Wie ihr seht auf der Karte, die ist sehr punktuell, sage ich mal, verbreitet. So Norden, Nordosten von Südamerika hauptsächlich. Und bei den Namen fragt man sich, Emilia, okay, das ist keine Benennung jetzt nach einem Ort oder nach einem besonderen Merkmal. Also ist es bestimmt ein Ehrentitel und ja, das ist auch. Und zwar nach der Ornithologin Maria Emilie Sneflage. Und ja, wie alle Arten, die wir heute betrachten werden und das letzte Mal betrachtet haben, gehört die Emilia-Schmalbeutelratte zur Gattung der Schmalbeutelratten, Crassilinanus. Wo kommt sie vor? In Guayana, Französisch-Guayana, Suriname oder wie man oft sagt, die drei Guayanas, das sind ja die, aber heute heißt das halt nicht mehr so. Dann noch in Venezuela, südlich und östlich des Orinoco, das ist dieser schöne große Fluss. Im Norden Brasiliens sowie im Südosten von Kolumbien und im Osten der Region Loreto in Peru vor. Aufgrund der geringen Erforschung dieser Art nimmt die IUCN keine Gefährdungsbeurteilung vor. Das nennt sich Data Defizient, DD. Das heißt einfach nicht genügend Daten vorhanden. Und ja, das lässt eigentlich vermuten, dass, auch wenn man sich anschaut, wie klein und lokal diese Verbreitungsgebiete an sich sind, verglichen mit anderen Arten, hier höchstwahrscheinlich doch schon eine Gefährdung vorliegen wird, aber die offiziell halt noch nicht, ja, erkannt wurde, beziehungsweise durch Zählen von Individuen nachweisbar ist. Zum Körperbau. Die Kopfrumpflänge beträgt 7,2 bis 8,7 cm, ist also relativ klein. Verglichen mit dem Schwanz, der 12,8 bis 15,1 cm. Und trotz allem in Summe kommt sie halt dann auf nicht mal ganz 24 cm, selbst im größten Falle, sage ich mal, und ist damit die kleinste Art in dieser Gattung. Was ja schon auffällig war, ist, dass der Schwanz besonders lang ist, und zwar ist halt das ein sehr gutes Bestimmungsmerkmal oder Abgrenzungsmerkmal, wie bei den anderen auch, nur hier in dem Fall 80% länger als der Körper. Das ist natürlich sehr auffällig, lässt sich gut erkennen. Zudem ist der Schwanz nur in der Basis behaart und dunkelbraun bis grau. Die Haare auf der Kopfoberseite, Rücken und an den Seiten sind einfarbig rotbraun, wobei die Haarbasis grau ist. Das Fell an Wangen und Bauch ist weißlich bis cremefarben. Das Fell der Pfote ist ebenfalls weißlich bis cremefarben, ist also insgesamt vor allem auf der Unterseite eher hell gehalten, das kleine Wesen. Das Fell ist auch sehr weich und kurz, was ebenfalls ein gutes Unterscheidungsmerkmal darstellt, weil die meisten Felle relativ lang sind von den anderen Arten. Aber wie gesagt, der Schwanz und der allgemeine Habitus, also das allgemeine Aussehen, sind hier, denke ich, deutlich besser. Ja, wie alle Vertreter der Gattung hat auch die Emilia-Schmalbeutelratte die markanten dunklen Augenringe. Bei ihr strecken sich diese bis zum Nasenansatz, was man hier auf dem Bild auch so ein bisschen ansehen kann. Die Ohren sind an der Spitze leicht transparent, bräunlich oder grau, jedoch an der Basis undurchsichtig. Lässt sich noch schwer erkennen. Ja, der kleinste Vertreter hat auch das kleinste Gewicht mit 14 Gramm. Höchstalter wird höchstens 2 bis 3 Jahre sein, Vermutung wie bei anderen. Und insgesamt halt ungefähr 24 cm als höchste Länge. Zur Lebensweise. Ja. Wenn man schon von der Art nicht viel weiß, weiß man auch von der Lebensweise nicht viel. Das ändert sich nicht. Man weiß aber, dass sie in tieflandträgen Wäldern, in Primär- und Sekundärwäldern und in Galeriewäldern in von savannendominierenden Gegenden vorkommt. Sie ist höchstwahrscheinlich arboreal, also Strauch- und Baumbewohnt und nachtaktiv. Und ihre Ernährung ist nicht dokumentiert, aber anhand der anderen Vertretung der Gattung wird vermutet, dass sie ein Omnivor, also ein Allesfresser ist und sich hauptsächlich von Früchten und Insekten ernährt. Damit kommen wir zur nördlichen Schmalbeutelratte, Crassilinanus marica. Gehört natürlich auch zur Gattung der Schmalbeutelratten Crassilinanus. Und aufgrund ihres Hauptverbreitungsgebietes wird sie manchmal auch
Kolumbien-Schmarbeutelratte genannt, weil sie halt hauptsächlich in Kolumbien vorkommt. Sie kommt in Höhlen bis 2095 Meter in La Guajira. Das ist eins der Departamento von Kolumbien. Departamento, das ist, ja, ich sag mal, eine Regierungsfläche im Vergleich mit einem Bundesland von uns sozusagen. Und kommt auch bis in den Norden von Venezuela vor. Ihr Verbreitungsgebiet ist zwar klein, doch in diesen kommt sie in hoher Anzahl vor. Zudem toleriert sie Störungen durch den Menschen, kann sich gut anpassen. Und daher wird sie höchstwahrscheinlich sogar auch zu Recht als Least Concern, als nicht gefährdet eingestuft. Die Kopfrumpflänge beträgt 9,6 bis 11,6 cm. Die Schwanzlänge beträgt 13,1 bis 15,1 cm. Der Schwanz ist auf der Oberseite hellbraun, auf der Unterseite weißlich und immer ca. 30% länger als der Rest des Körpers. Die Haare auf der Kopfoberseite, Rücken und an den Seiten sind einfarbig braun bis rotbraun. Ist also vom Aussehen her, denkt man höchstwahrscheinlich am ehesten wirklich an eine Maus oder eine kleine Ratte. Das Fell am Bauch ist bräunlich und unterscheidet sich nur geringfügig vom Fell der Oberseite. Das Fell ist lang, wollig und seidig und erreicht auf dem Rücken eine Länge bis 1 cm. Die Füße sind ebenfalls bräunlich, sodass der gesamte Körper einfarbig wirkt. Wie alle Vertreter der Gattung hat auch sie die dunklen Augenringe, ist also hier in dem Fall nicht hilfreich, weil keine Besonderheit dabei. Das Fell zwischen den Augenringen ist etwas heller als der Rest der Körperbehaarung. Ja, sie kann bis 30 Gramm schwer werden, höchstwahrscheinlich auch nur 2 bis 3 Jahre alt, bei einer Gesamtlänge von bis zu 27 cm. Zur Lebensweise. Ja, auch über die nördliche Schmalbeutelratte wissen wir nicht besonders viel. Man weiß aber, dass sie in feuchten, immergrünen Regenwäldern, in Trockenwäldern und Savannen vorkommt. Wahrscheinlich wird sie arboreal, also Strauch- und Baumbewohnt sein und nachtaktiv. Und die Ernährung wird wahrscheinlich halt auch ein Allesfresser, also ein Omnivore sein, mit Fokus auf Früchten und Insekten. Zur brasilianischen Schmalbeutelratte, Gracilinanus microtarsus, die natürlich auch zur Gattung der Schmalbeutelratten Gracilinanus gehört. Die hat, wie man das vermuten kann, den Namen daher bekommen, weil sie hauptsächlich in Brasilien heimisch ist, allerdings nicht ausschließlich. Sie kommt nämlich in Höhen bis 1800 Meter im Osten und Südosten Brasiliens, von der Mitte Bahias, im Norden bis in den Norden von Rio Grande do Sul und nach Südwesten bis in die Provinz Misiones, im Nordosten von Argentinien vor. Sie kommt nur Anzahl vor und ist sehr anpassungsfähig und daher wird sie als Least Concern, also als nicht gefährdet, eingestuft, was auch plausibel erscheint. Zur Anatomie. Die Kopfrumpflänge beträgt 6,7 bis 18,5 cm. Die Schwanzlänge ist 7 bis 17,7 cm. Erstaunlich ist, dass der Schwanz aber immer ca. 35% länger als der Rest des Körpers sein soll, was ein bisschen komisch ist, weil wenn man 18,5 cm großes, also Kopfrumpflänge, großes Exemplar findet und der Schwanz ist 35% länger, dann müssten da ja noch ein paar Zentimeter draufkommen, sagen wir so 6, 7 Zentimeter, ne? Also dass die Schwanzlänge bis 25 Zentimeter gehen würde, müsste man meinen, wird aber offiziell in der Artbeschreibung nicht so angegeben. Ich wollte nur auf diesen Umstand hinweisen, ich weiß es nicht besser, ich habe selbst noch nie eine gesehen, aber gibt mir halt zu denken, weil es soll ein Abgrenzungsmerkmal halt sein und naja, rein mathematisch ergibt es eigentlich nicht zwingend Sinn. Also höchstens man sagt, meist ist das der Fall, aber nicht bei allen, aber dann ist auch wieder kein sicheres Merkmal. Naja, aber was man ansonsten sagen soll, der Schwanz kann einfarbig bis zweifarbig sein, wobei die Oberseite dunkler als die Unterseite ist. Es liegt ein Geschlechtsdimorphismus vor, also Männchen und Weibchen unterscheiden sich, und zwar ist der Schädel der Männchen etwas größer als jener der Weibchen. Die Haare am Kopf, Körperseite und Rücken sind 10 mm lang und weich, wobei sie an der Basis grau und an der Spitze rotbraun sind. Wie bei allen Vertretern gibt es halt auch den dunklen Augenring. Und ja, bei der brasilianischen Schmalbeutelratte ist er ein bisschen anders. Er hat halt Ausläufer zu den Ohren und zur Nase, kann man hier im Bild zumindest ein bisschen erkennen, sage ich mal. Zur Nase schon eher als bis zu den Ohren. Ist halt auch ein Abgrenzungsmerkmal, aber in Verbindung mit der sehr auffälligen Nase und den großen Ohren ist einfach, ich sag mal, das Gesichtsfeld ein eindeutiges Abgrenzungsmerkmal in Summe. Ja, zu den Ohren.
Länge bis zu 21 mm und im Vergleich zum Körper sehr groß und leicht transparent, kann man glaube ich auch erkennen. Wobei die Basis orange und die Spitzen schwarz gefärbt sind, was halt wirklich sehr auffällig ist verglichen mit den anderen Arten. Das Bauchfell kann sehr verschieden gefärbt sein, ist jedoch immer hell, sodass folgende Farbtöne beschrieben wurden: weiß, cremefarben, gelblich, hellbraun. Das sind so die Farbtöne, die es alle geben kann. Die Füße sind cremefarben bis weißlich. Und noch ein wichtiger Hinweis: Es ist aktuell umstritten, ob es sich bei der Art aufgrund des vielfältigen Phänotyps vielleicht um verschiedene Arten handelt. Also, man kann sagen, weil ja doch diese Variation in der Größe, Fellfarbe und so weiter ist, dass es vielleicht verschiedene Arten sind, das ist jetzt umstritten. Ich selbst kann mich dazu auch nicht wirklich äußern, halte es jetzt noch nicht für plausibel, da muss auf jeden Fall ein bisschen eine Forschung ran. Kann sein, muss aber nicht, aber von den Sachen, die hier vorliegen, reicht das nicht zwingend, finde ich, um eine Art zu unterscheiden. Okay, ist schon ein bisschen größer, ein bisschen schwerer, kann bis 58 Gramm, Höchstalter 2 bis 3 Jahre, bei einer Gesamtlänge von 36 cm. Zur Lebensweise. Ja, die brasilianische Schmalbeutelratte ist sehr anpassungsfähig und kommt im atlantischen Regenwald, in Sekundärwäldern, in kleinen Waldfragmenten und in Eukalyptusplantagen vor, hat also einige Anpassungen, wo sie sich jetzt verbreitet hat. Sie ist hauptsächlich baumbewohnt, arboreal. Es handelt sich um nachtaktive Einzelgänger, die hauptsächlich Wirbellose verzehren, aber auch ab und an Früchte zu sich nehmen. Und ihre Reviere haben eine Größe von ungefähr einem halben Hektar, was für so ein kleines Lebewesen relativ groß ist. Während der Brutzeit bauen sie Nester in Baumhöhlen, Nistkästen oder Spechthöhlen, wo sie auch ihre Jungtiere aufziehen, da sie keinen Beutel aufweisen. Und obwohl 13 Zitzen vorhanden sind, wurden bisher nur Würfe von 9 bis 12 Jungtieren beobachtet. Aber bis 13 wäre halt biologisch, sag mal, sinnvoll. Und es gibt ja sogar in anderen Gattungen innerhalb der Familie Arten, die mehr Jungtiere zur Welt bringen als Zitzen, wobei dann die, ich sag mal, schwächsten Jungtiere, die überschüssig sind, in Anführungszeichen, absterben, sodass nur die stärksten überleben. Die Paarungszeit beträgt September bis Mai. Und damit sind wir auch schon bei der Peru-Zwergbeutelratte, Gracilinanus peruanus. Gehört natürlich auch zur Gattung der Schmalbeutelratten, Gracilinanus, und trägt ihren Namen daher, dass sie hauptsächlich im südöstlichen Peru, aber auch im nördlichen Bolivien und in Brasilien in Rondônia und im nordwestlichen Mato Grosso vorkommt. Die UCN hat noch kein Gefährdungsurteil vorgenommen, sodass sie als NA, not evaluated, also nicht bewertet, gelistet ist. Das ist was anderes als DD, Datadefizient, was wir ja auch schon hatten. Datadefizient heißt, es fehlen Daten, not evaluated heißt, man hat es noch nicht versucht. Zum Körperbau. Die Kopfrumpflänge beträgt 8 bis 12,5 cm, die Schwanzlänge 10 bis 15,8 cm. Das heißt, der Schwanz ist ca. 20 bis 35% länger als der Rest des Körpers und dunkelrot gefärbt, wobei nur die ersten 5 mm behaart sind. Der Rest ist ein regelmäßig ein Ring beschuppt. Die Ohren sind dunkel mit schwarzem Rand und erreichen eine Länge von bis zu 2,5 cm. Die Füße sind rosafarben bis grau und erreichen eine Länge von bis zu 2,5 cm. Geschlechtsdimorphismus liegt bei der Art nicht vor, sprich Männchen und Weibchen von Geschlechtsmerkmalen abgesehen sind von der Anatomie identisch. Das Fell der Peru-Zwergbeutelratte ist am Rücken rotbraun und am Bauch grau gefärbt. Die Wangen sind cremefarben, der Bereich zwischen Augen und Ohren rotbräunlich. Die typischen dunklen Augenringe sind noch schwach entwickelt. Also schwach entwickelt würde ich es jetzt nicht nennen, aber damit ist gemeint, sie sind sehr lokalisiert, sehr in der Nähe des Auges. Die Sinneshaare, also die Vibrissen oder auch Tasthaare genannt, sind schwarz gefärbt, selten mit weißer Spitze. Das Höchstgewicht, was bisher gemessen wurde, ist 41 Gramm. Das Höchstalter ist unbekannt, wird aber auch bei 2 bis 3 Jahren liegen. Und die maximale Körpergröße beträgt 28 cm. Ja, zur Lebensweise. Die Peru-Zwergbeutelratte, Gracilinanus peruanus, kommt in Trockenwäldern, feuchten Regenwäldern, Savannen und Galeriewäldern vor. Ansonsten ist über die Lebensweise nichts bekannt.
Vermutlich sind es aber Omnivoren, also Allesfresser, die bevorzugt Insekten, Wirbellose und Früchte verzehren und wahrscheinlich werden sie auch ihre Jungtiere nicht in den Beutel tragen, weil sie wahrscheinlich gar keinen haben werden und entsprechend auch diese dann in gebauten Baumhöhlen oder Bodenhöhlen zurücklassen. Ja, und damit sind wir am Ende der Vorlesung angelangt. Wir schließen damit die Schmalbeutelratten ab, haben die Gattung sozusagen fertig und können nächstes Mal mit den anderen Gattungen weitermachen. Es sind noch einige offen, ist noch ein ganz schöner Weg, sage ich mal. Aber ist auch interessant, wenn man sieht eigentlich, wie sich, ich sage mal, nur auf den südamerikanischen Kontinent oder hauptsächlich auf den südamerikanischen Kontinent, ein paar auch sind ja bis nach Nordamerika gekommen, sich aus, ja ich sag mal, einer ursprünglichen Variante jetzt diese verschiedenen einzelnen Gattungen mit Arten, Schmalbeutelratten, Opossums und so weiter entwickelt haben und wie sehr sie sich angepasst haben. Sie wurden größer, kleiner, Fell wurde dicker oder dünner. Also ist schon beeindruckend. Natürlich sind hier viele Millionen Jahre Genetik vonnöten gewesen, Auslese, Selektion und so weiter, aber dann so viele verschiedene Arten, das ist schon spannend. Ja, gut, ich will jetzt auch nicht mehr zu lange reden. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, würde mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal dann wiedersehen. Wie immer, wäre ein Like total toll, wer ein Abo noch nicht dagelassen hat, würde ich mich freuen, wenn man das nachholen würde. Und ansonsten sage ich, macht's nicht gut, macht's besser, bis zum nächsten Mal und tschüss.